gerade junge Menschen aus Nordamerika, aus Europa, sind ganz interessiert an dieser Botschaft, weil sie sagen, war es das, was wir bis jetzt erlebt haben? Ist es alles? Und Hintergrund ist, nein, es gibt mehr. Und um dieses Mehr geht es eigentlich. Ja, vor vielen Jahren, das war meines Wissens nach im Herbst 2004, hat mir ein befreundeter Priester am Flughafen in Budapest eine MP3 gebrannt in seinem Computer und gesagt, Corbin, hör dir das mal an. Und ich bin heimgekommen, habe nicht mal einen Player gehabt, habe mir einen Player besorgt und bin dann tatsächlich Wochen und Monate mit dieser MP3 rumgelaufen. Nach ungefähr 4 Wochen hat sich meine Frau gemeldet und gesagt, Corbin, was hörst du dir denn da an? Und dann habe ich ihr die MP3 gegeben durch diese Vorträge von Christopher West in englischer Sprache. Und sie war plötzlich genauso fasziniert von diesen Vorträgen wie ich. Und wir haben als Ehepaar ganz viel davon profitiert. Und das war der Beginn der Theologie des Leibes. Eigentlich nur was für uns, hat jetzt doch in den vergangenen 15 Jahren große Fruchtbarkeit bewiesen mit Seminaren für Ehepaare, für Männer, für Frauen, für Jugendliche und eben bis hin zum Studiengang. Die Theologie des Leibes sind die Überlegungen von Papst Johannes Paul II., die in Katechesenform gehalten hat über 5 Jahre von 1979 bis 1984. Es sind biblische, theologische, philosophische Betrachtungen über den Mensch, über die Liebe, über die Ehe, über die Sexualität. Und sagt uns eigentlich, schaut, wie schön die Liebe ist. Also weit verbreitet ist ja die Meinung, dass die Kirche alles verbietet, was Spaß macht. Und das natürlich auch im Bereich der Sexualität. Und Johannes Paul beleuchtet es von einem ganz anderen Gesichtspunkt. Was sagt mein Körper aus, was sagt mein Leib aus, wenn es um Sexualität geht? Und hier kommt der Philosoph von Johannes Paul ganz stark durch. Für ihn sind die Worte Geschenk, Gabe, Hingabe, Annahme ganz wichtig. Und in der Sexualität ist es eine der innerhalb der Ehe höchsten Formen des sich gegenseitig Schenkens. Und das steht tatsächlich auch diametral zu dem, wie wir Sexualität heute verstehen. Heute in den Medien offeriert werden, dass Sexualität etwas ist, was ich mache, was ich mir nehme, was mir zusteht, wo ich den anderen konsumiere. Da geht es weniger darum, mich dem anderen zu schenken, als vom anderen beschenkt zu werden. Und das ist genau der Punkt, wo die Theologie des Leibes, so glaube ich und so glauben viele, heute eine wichtige Botschaft für die Menschen unserer Tage hat. Es geht darum, ich schenke mich dir ganz frei, bedingungslos, lebensschenkend, fruchtbar. Das sind die Punkte. Und die stehen natürlich im Gegensatz dazu, ich möchte haben, ich möchte konsumieren, ich möchte etwas für mich. Es ist eine Herausforderung. Er vergleicht es selber mal, als er in Afrika war bei den Jugendlichen. Ja, das Bild der Ehe ist wie ein hohes Gebirge. Und wir denken alle daran, dass Johannes Paul ein leidenschaftlicher Wanderer war. Viele von uns erinnern sich an den alten, gebrechlichen Mann. Aber auch dieser Mann war mal jung und ist in die Berge gegangen, Bergsteigen, Skifahren. Und dieses Gebirge bringt uns näher zu Gott, sagt er. Ah, es stimmt, es ist vielleicht in manchen Punkten ambitioniert. Aber ist dies tatsächlich ein Grund, das Gebirge abzutragen, stellt er die rhetorische Frage den Jugendlichen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wenn man sich auf einer Bergwanderung ist, wenn man hochgeht, wenn man schwitzt, wenn es anstrengend wird, dann denkt man, warum habe ich mich auf den Weg eingelassen? Aber wenn man oben ankommt, vielleicht wenn man den frühen Morgenstunden losgelaufen ist und sogar den Sonnenaufgang sieht, dann weiß man warum. Für etwas Schönes und etwas viel Größeres, das man sich unten im Tal gar nicht vorstellen kann. Und von daher die ganz einfache Antwort, ja, es ist lebbar. Ja, und wenn man sich auf den Weg macht, ist es wirklich auch die Quelle von einer großen Freude innerhalb der Ehe. Ein wichtiger Schlüsselsatz ist, in der Genesis zu finden, der Mensch und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Was heißt es? Was ist Scham? Und diese Analyse der Scham, die bringt uns eigentlich sehr weit, weil er zu dem Schlusspunkt kommt,
Sie schämt sich nicht voreinander, denn sie, und jetzt ein Zitat von ihm, haben sich gegenseitig im Blick völligen Friedens angeschaut. Was heißt das im Umkehrschluss? All das, was drängt, all das, was wir Begierde nennen oder Begehrlichkeit nennen, das gab es nicht. Es gab diese Hinneigung des Mannes zur Frau, die Hinneigung der Frau zum Mann, diese Liebe, aber nicht das Konsumieren, sondern das Ich möchte mich dir schenken und dein Geschenk nehme ich ganz an. Ja, der Studiengang in sich selbst ist eigentlich einzigartig. Es freut uns sehr. Es gibt große Studiengänge, wo man in 2 Jahren die Theologie des Leibes studieren kann oder in den Vereinigten Staaten Studienwochen oder Wochenenden oder so. Aber so 2 Jahre lang hindurch, das ist schon einzigartig. Und mir war es von Anfang an, meiner Frau und mir war es von Anfang an wichtig, dass immer die Kombination ist von der Theologie, Philosophie, also dem theoretischen Teil, mit dem praktischen Teil, dass nichts einfach nur in einem Gedankengebäude hängen bleibt, stehen bleibt, sondern dass es hinuntergebrochen wird. Wie können wir jetzt diesen Inhalt vermitteln? Und ich glaube, diese Kombination ist nochmal was ganz Besonderes von dem Studiengang. Kann jeder teilnehmen, der Interesse hat, mit und ohne Matura, mit und ohne Abitur. Für diejenigen, die kein Abitur haben, haben die Möglichkeit, ohne ECTS zu studieren. Sie können hören, sie können Prüfungen ablegen, bekommen ein Zertifikat für diejenigen, die das für ihr Studium brauchen, sei es Magisterstudium, Lizenziat oder Promotion, können ECTS erworben werden, vergibt die Hochschule ECTS. Und der Studiengang ist auf 2 Jahre angelegt, besteht aus 8 Modulen, wo 6 Module sehr die Theologie, die Theorie, die Philosophie bearbeiten und 2 sehr in die Praxis gehen. Wie kann man die Theologie des Leibes anwenden für Kinder, Jugendlichen in den Medien, in der Ehevorbereitung für Ehepaare? Wie kann man es vermitteln?